Ich bin sonst ein ruhiger Mensch, aber auch ich brauche natürlich Action. Und da gehe ich gerne ab und zu mal Go-Kart fahren. Ist ein guter Ausgleich für mich zum beruflichen Alltag. Ich bin sehr früh Vater geworden, mit Ende 19, Anfang 20. Und das ist eigentlich zum Vorteil bei mir gekommen, weil ich sehr früh gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, wo ich dann auch das im beruflichen Alltag anwenden kann. Der Job als Polier macht mir natürlich einen großen Spaß. Unsere Haupttätigkeiten auf der Autobahn ist eigentlich Beginn mit Signalisation, mit Absperrige. Das ist das Wichtigste. Beim Holzschlag ist halt so bei uns, dass wir einen Pflegeplan haben, der ist uns zur Verfügung gestellt. Und da drinnen steht eigentlich, welche Flächen in welchem Zeitraum gepflegt werden müssen. Bei der Entwässerung sind wir hauptsächlich mit Leitungen, Kanäle am Spülen unterwegs. Plus einmal jährlich alle Schlammsammler und Ölabscheider tun wir leeren. Im Campo Sursee während der ganzen Ausbildung hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Auch die Methoden, wie da unterrichtet wird, Theorie wie auch Praxis. Und das habe ich auch sehr geschätzt. Theoretisches Wissen ist sehr wichtig für den Berufsalltag, weil nur wenn man Grundlagen kennt und eben die hier zum Beispiel an Experimenten auch vorzeigen kann, verknüpft mit der Praxis, kann man es auch begreifen und im richtigen Moment sicher dann auch entsprechend umsetzen, draussen im Berufsalltag später. Jeder Tag ist immer wieder was Neues, es sind immer wieder doch verschiedene Herausforderungen, die man zu bewältigen hat. Und das macht natürlich jeden Tag Spaß. Ja. Die Arbeit, die wir tagtäglich draußen leisten, ist enorm wichtig. Wir machen immer einen Eingriff auf der Straße, damit die Straße natürlich sicher für die Verkehrsteilnehmer bleibt.